Bei einem Überfall auf eine deutsch-österreichische Reisegruppe sind im Nordosten Äthiopiens 5 Touristen getötet worden. Dies meldet das staatliche äthiopische Fernsehen. 2 Touristen sollen verletzt worden sein. Das äthiopische Militär habe die Verwundeten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Außenministerium in Wien bestätigte den Überfall. Die Mehrzahl der Touristen soll über einen deutschen Reiseveranstalter gebucht haben. In der Danakil-Senke im Grenzgebiet zu Eritrea, wo sich der Überfall ereignete, operieren äthiopische Rebellen, die in Eritrea Zuflucht gefunden haben.